zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Hallo. Mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Wir bauen den Quickie-Markt. Ja, und Tüte Nummer 2. Ne? Das wird geil. Wollen wir mal Krach machen. Recycling. Sind die identisch? Ja, ne? Ja. Hätte sein können. Och, noch mal kleine Tüten. Oh, das wird eine lange Folge. Oh, wow. Ja. Ganz viel Kleinkram. Recycling. Die ersten Quickie-Markt-Einrichtungen. Erinnerungen an alte Folgen vor allem. Okay. Ja. Ich hab schon einen Comic gesehen. Dafür kauft man sich ein Mikrofon, weißt du? Wegen solcher Geräusche. Zumal diese Lego-Geräusche im Video sowieso ziemlich geil sind. Das stimmt, ja. Und noch einmal Recycling. So. Ich hoffe, ihr habt heute noch nichts vor. Ja, genau. Wenn cancelled ist, kann ich schon die Fenster zusammenbauen. Ach, das sind Türen. Ja, ich fließe dann schon mal, ne? Wobei ich die Türen nicht zusammenbauen kann, weil ich nicht weiß, wie rum sie geöffnet werden. Ach, mach mal wieder Fliesen. Ah, wie im Simpsons-Haus. Oh, nee, die sind mega. Da haben wir auch die zu kurz, ne? Oder? Doch, passt doch. Die passen, ja. Da ist so eine Fläche. Da ist noch eine Dose. Oh nein, Mini-Squeezies. Echt Hammer. Habe ich euch noch angesucht? Nee, ich habe euch noch gar nicht angesucht. Oh, und wir bauen hier einfach doch los. Ja, haben wir noch nicht so viel gebaut. 2 Minuten hat er verpasst schon. Wir haben jetzt nur den. Ein Mini-Squeeze, das ist so klein, das kann ich ja gar nicht. So kann man es vielleicht erahnen. Oh, süß. Da steht sogar Squeezy drauf. Das ist ja. Detail verliebt, wie immer. Weißt du, was immer toll ist? Die Dinger können noch so voll sein, aber die saugen immer so dran, als wenn sie leer wären. Das stimmt, ja. Oh, wow. Ja, jetzt kommen die drei Platten hintereinander. Na, da fehlt noch eine kleine. Ah, eine kleine. Ich würde sagen, diese hier. Gut, dass ich das gesehen habe. Gut, dass du das gesehen hast. Mhm. Nee, ist richtig. Ja, bin wow. Schon ganz schön auf Hoch. Dann kann ich ja gehen, ne? Gut, dass ich das gesehen habe. Ja. Ich glaub das gerade nicht. Kennst du mich doch. Immer dreist. Ja, offensichtlich. Gut, dass ich das gesehen habe. Wahnsinn. Ach, die kommen da rein. Ah, cool. Sind einfache Fäden auch nicht, ja. Was suchen Sie denn? Ja, noch so einen Platten. Ach so, dann such mal. Ich mache in der Zeit fertig. Ja, glaube auch. Ah, hier ist er. Gut vergraben. Aber bisher hatten wir Glück. Es hat, glaube ich. Ja, was ist mit deinem Schädel eigentlich? Ja, der Schädel ist weg. Also, der ist unauffindbar. Hast du Nintendo, sag ich schon? Nee, noch nicht. Hast du Lego mal angeschrieben? Noch nicht, aber mach ich noch. Hast du den letzten? Jo. Cool. Ja, das wird die Straße. Mm-hmm. Also, der Vorplatz. Oh, jetzt brauchen wir viel Platz. Uiuiui, ja. Tja, Leute, es wird groß. Ich hoffe, an Übersicht fehlt es trotzdem nicht. Dann ist gut. Wenn doch, macht die Augen zu, wir erzählen euch, was wir tun. Wir bauen jetzt ein Haus. Und da stecke ich einen Streber rein. Mhm, da kommt ein Sechser und ein. So ein Kippding. So ein Kippding. Ach, das kann man bestimmt wieder aufmachen. Kann das ja. Sein? Hast du den schon? Hab ich. Ich leg den mal an der Seite, den kann man bestimmt gleich gebrauchen. Denke auch, ja. Ja, das ist ja auch immer das Tolle. Du kannst das Ganze dann immer aufklappen und dann da drin eben die Sachen. Ach, das kommt hier rein. Besser bespielen. Das klingt jetzt auch ziemlich merkwürdig. Ich weiß. Das
klingt wie ein Porno. Scheiße, machen wir schon wieder eine Folge über 18? Ja, muss sein, ne? Unsere Bestehenden. Deswegen kriegen wir keine Praktikanten mehr. Wegen solcher dummen Sprüche. Wir tun auch gar nichts. Ja, das denken die sich auch. Irgendwas stimmt nicht. Doch, das sieht doch super aus. Ja, weil. Ist der zu klein? Die ist zu klein, die Platte. Oh, habe ich die falsche Platte genommen? Welche ist denn die bessere Alternative? Ja, aber die ist zu klein. Das siehst du doch, guck mal, wie lang die ist. Zumindest bis zur Hälfte gehen bei, ne? Deswegen. Komisch. Sind das zwei vielleicht? Ja, ja. Das sieht nur aus wie eine große. Ups. Aus wie eine große. Oder? Nee, es ist auch nur eine. Ja, einmal. Ja, Karton noch. Der Karton ist leer. Ah, guck mal. Oh nein, Tobias. Ja, die waren vergraben. Wer macht die Logistik hier? Dürfen wir nicht mehr. Kann er nichts dafür. Ich kann er nichts dafür. Jetzt guck dir das an. Das sieht doch anders aus. Ja. Mensch. Ich habe ja auch wegen der Farbe, das war nicht ganz. Nee. nicht so wirklich, nein. Ja, jetzt darfst du die Dinger da draufsetzen. Jetzt darf ich, genau. Oh. So, dann kommt dieser Ding in hier. So sieht das doch richtig aus. Dann kommt die nächste Platte drauf. Ist anzunehmen. Oh. Oh. Das wird der Boden vom Quickie Mark. Matt. Macht, ja. Wenn schon, denn schon. Oh, guck mal. Jetzt wird das voll hier. Ja, mal gucken, wo das Ding hier hinkommt. Ich glaube. Ganz, das, ganz außen. Nee, das kommt einen rüber. Einen rüber, genau, richtig. Mhm. Adlerauge, sei wachsam. Sehr gut, sehr gut. Und wenn der falsch sitzt, dann darfst du den wieder rausholen. Natürlich, natürlich. Gut, haben wir das auch geklärt. Au. Es wird groß. Ja, der ist ja auch nicht klein, der Markt. Macht. Warte, Quick E-Mark. Geht das noch das ist jetzt genau wie Walmart. Ja, ich weiß. Böses Wort in dem Zusammenhang. Ich bin mir dessen bewusst. So. Und wie haben die sich das denn jetzt vorgestellt? So rum, genau. So rum haben die sich das vorgestellt. Jetzt kommen da Befestigungsgedöns dran. Ganz das langes. Ist, ah ja, da. Ja. Der passt. Dann kommt der da dran. Das ist auch immer das Schöne bei Lego. Da wird das immer alles grundsolide. Ja, befestigt. Stabil ist das. Also da kann man nichts gegen sagen. Wenn das nicht der Fall wäre. Würde man sich ja dauernd ärgern. Ist kaputt. Ist kaputt. Ich erinnere nur gern an den Staubsauger früher. Kommst du von der Schule, du, ich habe meine Staub gesaugt und bin irgendwie in deine Lego gekommen. Ist richtig. Und wieder umdrehen. Ich weiß, es ist nicht böse gemeint, aber ich mach's trotzdem gerne, sowas zu erwähnen. Ja, sowas passiert. Scheiße, wird das groß. Das, ja. Ah, siehst du? Jetzt können wir den nämlich doch da drauf setzen. Wie gesagt, das ist ja auch ein großer. Da noch mal so ein. Bisschen flacher. Da ist er, glaube ich, ne? Ja. Sehr gut. Weitermachen. Yes, Sir. Jawohl, Sir. Beide schon? Ja. Okay.
tue auch was für mein Geld. Hä? Für welches Geld? Wieso kriegst du Geld? Kriege ich auch Geld? Natürlich, natürlich. Es war einst ein Märchen von Lego. So. Oh, kommen Sie rein. Fertig, ne? Ja. Ist das gleiche noch? Ja, hier auf der anderen Seite. Ja. Zwei Vierer. So. Da ist er. Kommt der Bauch da vor, ne? So. Ja, weiß ich nicht, ob das reicht vom Abstand. Ja. Sehr gut. Passt 1A. Sehr gut. Aber meinen zukünftigen Job muss ich ein Auge für so was. Das stimmt, das stimmt. Hast du recht. Augenmaße sehr wichtig. Eigentlich darf man sich das da gar nicht erlauben. Immer schön abmessen. Ja. Trotzdem ist Augenmaß wichtig. Ja, man kann es halt abschätzen, so ein bisschen. Ne? Man sollte einen Meter schon von 1,50 unterscheiden können. Das wäre gut, ja. Das ist schon nicht ganz unten. Das ist auch so ein interessanter Stein. Ne? Welcher? Mhm. Kommt auf die Fliesen. Nee, das kann nicht. Nee, so. So meine ich das. Das kann trotzdem nicht hinkommen. Ja, irgendwas? Genau. Ja, da fehlt einer. Von wegen aufpassen, ne? Ah, jetzt kommt sein Profi-Werkzeug. Wer heute nicht? Vielleicht soll ich das in Zeitraffer machen und tolle Musik drunter legen. Da habe ich den Fach vergessen. Ja, ich habe ihn schon hier. Ich wollte gerade sagen, brauchst du nur den hinteren rauspulen, aber das ist schwerer als alles andere. Genau. Nur ist gut. Großartig. Verdammt. Was? Ich wollte gar kein Bild. Kommt der dann rein? So. Muss ja, ne? Ja. Wo ist das dann so ein Abfluss da? Ja, das ist dann der Gulli. Abfluss. Ein Simpsons-Gulli. Das ist bestimmt wieder so ein Tor in eine andere Dimension. Das machen die ja ganz gerne. Stimmt. Ach, den hast du schon. Okay. Ich habe bloß den Vierer noch nicht gefunden. Ja, der andere war auch gut versteckt. 44. Das da vorne ist flach. Ach so, der liegt vor meiner Nase. Ja. Das ist dann manchmal so, ne? Haben wir. Und okay, jetzt wird's gelb. Ja! Deswegen seid ihr hier. So, das war's. Danke fürs Zusehen. Es wird yellow. Jawns wichtig. Stehen die sich gegenüber? Ja, aber bitte einen freilassen für den flachen. Oh. Danke. So, jetzt so ein Thema Gutes Arbeit. Habe ich wieder kaputt gemacht. Okay, da hast du ihn schon drauf. Da ist alles drauf. Dreimal. Ja, ist ja jetzt nichts. Nichts Wildes, nein. Ich wollte gerade sagen, das klang jetzt so, oh mein Gott, nein, dreimal. Das ist jetzt alles für euch im Hintergrund, aber das ist dann halt so. Ich weiß auch nicht, ob das doch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 doch passt. Achso, ja, ja. Da. Frisst oder stirbt. Ja, wollte ich gerade sagen. Schmeiß das so hin. Lieblos. Die Tribute von Fressen. Ne? Ja. So, versetzt. Ja. Exakt, du darfst kleben. Yeah! Hatte ich ja lange nicht mehr. Dann baue ich die nächste Mauer schon mal auf. Die Nummer 50. Mit Lego baut man Mauern wieder auf. Ja, genau. Das ist das richtig, was ich hier mache? Springfield Seafood. 50% mehr Fischaugen. Auch schön. Ja, das liegt am dritten Auge, ne? Ja, richtig. Den Fisch kennt auch, glaube ich, jeder. Den Fisch? Mr. Burns, ein Fisch, ja. Der verseuchte.
Er wollte gern Bürgermeister werden in der Folge. Genau. Oh, eine Theke. Das sieht interessant. Ja. Oh, hier lauter Gedöns. Die kann ich schon mal mitnehmen hier. Mit ganz viel Päckchen. Oh, dummerweise sind die durchsichtig. Das heißt, wir finden sie. Doch, also. Die sind das, ne? Ach, das sind nur drei. Ah. Einen habe ich. Hast du noch so einen Zylinder da? Irgendwo? Zylinder. Achso, die. Hm. Kegel. Ja. Einen brauche ich noch. Noch ein? Ja, ich brauche drei. Drei, weißt du? Ja. Ja. Mir fällt gerade auf, dass unsere Tischdecke gut aus dem Stoff sein könnte. Was Matsch sein Kleid, ihr Kleid immer so. Ich hab den schon. Das ist auch so ein Grün. Stimmt, ja. Ein bisschen dunkler vielleicht. Hab ich extra rausgesucht. Haha. Natürlich, hast du nur deswegen gekauft. Ja, klar. Dass mir das aber auch jetzt erst auffällt. Gibt so Sachen, ne? Das sind Getränkepäckchen, was? Ja, genau. Das ist orange. So wie früher in der Schule. So, die gucken alle nach links und der andere guckt nach rechts. Ja, einen habe ich schon nach rechts gebaut. Ja, das ist prima. So, und die anderen beiden? Aha. Ganz cool. Orange Juice. Da kommen dann die auch wieder drauf. Da kommen erstmal die roten und dann gelbe. Interessant, diese Optik, ne? Dass es so regal-like ist. Ich kann mal Lego baut ein Lidl oder so. Genau. Oh, wow. Lego Lidl. Du baust den letzten schon, ne? Ja, ich baue diese letzte Regal. Für Schlagzeilen hier. Call Institute. Ach ja, der Bienenmann. So. Ja, nochmal der Bienenmann. So, das ist egal, darfst du dann gerne in die Ecke stellen. In der Ecke. Ach so, direkt da rein, so? Ja, genau. Vielleicht sollten wir das umdrehen. Noch? Mal gucken. Nächster Regal. Ja, und jetzt bleiben wir dran mit Regalen. Das ist ja schließlich ein Supermarkt. Ja, brauche ja auch einige Regale. Wobei, viel, es wird schon gekauft, aber jetzt so massig viel. Braucht man. Ist ja der einzige Markt in, in dieser Stadt. Deswegen muss er schon viel haben. Ja. Obwohl, da sind ja bei diesem Deluxe-Supermarkt auch mal. Neumonstro oder wie der heißt. Ja, genau. Aber der ist ja nicht immer da. Nee, der spielt nicht immer mit. Das genau. Der spielt nicht immer mit. Das ist auch gut. Na, es gibt ja auch die Folge, wo Apu entlassen wird. Genau. Und dann gehen die zu diesem Quickie-Mart-Guru, möchte ich bald sagen. Das ist auch geil. Brauchst du das mittlere oder das obere? Das ganz oben, das ja, ganz oben. Diese Fläschchen. Gut, dann brauche ich das nicht. Oh, jetzt wird es auch noch pink. Ja, wird sehr bunt, der Mart. Um Kaufanreize zu schaffen, ne? Ja. Für kleine Mädchen. So, ist das jetzt rot oder rosa? Obendrauf. Ja, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube rot. Aber ich glaube das hier. Die haben nicht dieselbe Farbe, ne? Ja, richtig. Mhm. Bin ich deiner Meinung? Das ist nett. Ja, auch so bin ich. Eigentlich nur. Nicht so bin ich. Wenn es der Sache dient, ne? Ich bin immer nett. Nett ist die kleine Schwester von, du weißt schon wem. Ja. 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 So, das und das. Ich habe
gerade Schwierigkeiten, meinen Kram zu finden. Ja, ist auch schwierig. So, ich habe ganz oben fertig. Das ist clever von dir, Jan. Ja, ich hab ja auch lange gebraucht, um das zu finden alles. Ne? Das dauert auch. Was suche ich denn nochmal? So, also diese blauen, das da. Oha. Oha, oha, oha. Und weiße Spitzen. Von den roten fehlt mir noch eine. Was sind das doch, die rosa-roten? Das ist nur der. Da hinten ist noch einer bei dir. Ah, ja. Sind die dunkler oder so? Ja. Ja, doch, das passt. Die passen, siehst du? Das haut hin. Das haut hin, ja. Aber den doch nicht, siehst du? Siehst du? Ja, okay. So, das war unten. Das ist die Mitte, die ich also auch verkehrt rum drauf setze. So muss das sein. Jetzt bleibt doch mal da drauf. So. Bin ich zu blöd jetzt? Nee, da fehlt hier dieser. Da kommen Regale noch. Wow. Dieser. Genau, Titel. Die fehlten. Zwei Stück brauchst du davon. Das ist doch was ganz anderes. Nee, das ist dieses. Das ist dieser Klotz. Das hier. Ja, genau. Habe ich auch jetzt gesehen, ja. Hast ja recht. Ah, damit es auch das gleiche Höhe hat, ja. Nochmal, weil es so schön macht. Bestimmt. Nein! Warte mal. Noch nicht. Lass mal rumdrehen, damit wir da. Oh wow, sieht das voll aus. Krass. Ja, Warenpräsenz, ne? Das ist ja auch sehr wichtig. Ja, Hauptsache die Ware ist da. Apu muss ja nicht dabei stehen. Der kommt ja noch. Apu! Hey. Nee, warte mal, der kommt dahin. Geht hier nicht was? Da fehlt ein Einer-Ton, ne? Sowas hier. Oben. Ja, genau. Ladida! So, und dann kommt noch so ein Haken hin. Und fertig. Ich auch, ich darf wieder kleben. Oh, das ist clever. Nummer 14. Ach, das ist ein Außenschild, okay. Ja, das ist ein Außenschild. Ist das eigentlich auch wieder ein Set, was man für ein halbes Jahr kriegt und dann ist es raus? Ja, es soll wohl wieder so ein Set sein, ja. Mhm. Was man nicht so lange bekommt. Was steht denn da drauf? Parking only. Quickie Mart Parking only. Ja. Keine also Kunden. Nur Kunden für den Quickie-Markt. Nur für Quickies. Genau. So sieht's aus. Yeah. Aha. Okay. Ich baue ja schon mal das Regal hier, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, manchmal habe ich das. So, das kommt dahin, das kommt dahin. Und dann. Rot. The Bushy. Und der kommt da rein. Bam! Bam! Schnuppi. Du kannst ja schon mal die mittlere oder obere. Ja, ich mach das jetzt so wie du vorhin. Ich nehm die Cupcakes. Na, du kleine Törtchen. Müssen wir dann zum Schluss schöne Nahaufnahmen machen. Ja, auf jeden Fall. Schöne Bilder. Bei den Übersicht dann reinzoomen. Bin aber gespannt, ob der Hotdog Grill auch dabei ist. Ja, ja. Das ist ja eigentlich Pflicht, ne? Der gehört eigentlich dazu, ja. Ah, da ist noch ein pinkes Törtchen. Dann kommt das die. Ja, Tütchen. Milchtütchen. Ach so, die hast du noch nicht fertig. Ja, wann soll ich das denn noch machen? Was heißt das denn? Kannst du mal eine Stunde eher aufstehen, ne? Genau.
Eins habe ich vor der Nase gelegt. Habe ich wahrgenommen, im Augenwinkel. Diese Milch ist billig, aber sie vor 4 Wochen abgelaufen ist. Hummer kauft sie trotzdem. Ja, yeah, das macht der Abo öfter, dann das ändern das Abfalldatum. Da gab es ja auch diese geile Folge, wo wir bei den Hotdog-Würstchen waren gerade, dass er die fallen ihm auf den Boden und dann legt er sie wieder rein, wo er dann mit diesem riesen Bienenhut in den Laden ist, der Hummer, weil er dann ermitteln soll, was dann da so abgeht, warum den Leute immer schlecht von den Sachen. Stimmt, ja. Ja, das ist noch verkäuflich. So, auch schön. Sieht glatt aus. Sieht richtig geil aus. Ja, genau. War klar. War ja klar. So, jetzt kommt Mr. Freeze. Ich bin die ganze Zeit überlegen, welche Folge das gewesen ist. Ich erinnere mich dann noch. Ich erinnere mich auch noch dran. Ja. Ich kann es aber nicht rekonstruieren gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Er tut einen auf Zeitreisender und dann kommt er irgendwann da raus und wundert sich, oh, wie sich die Welt verändert hat. Wenn ihr sehen könnt, also ist richtig geil. Wenn nicht, macht die Augen auf. Oh, da kommt er hier. So. An der Wand. 1, 2 freilassen. 1, 2, 3, 4, 5 freilassen. Ja, das muss man jetzt zählen, ja. 3, 4, 5, das passt. 1, 2, 3, 4, 5. Und das. Und 2. So. So, dann haben wir wieder 4 frei. 4 frei, genau. Hm. Achso, du. Ich bin mal so frei. Den Rest hast du schon, ja. Ja, der Rest ist schon. Den Rest hast du auch schon. Ach, da sind jetzt alles kommen die Kühltruhen. Türen. Geil, ich habe mich schon gewundert. Der Typ ist doch eigentlich in der Kühltruhe drin. Wir haben hier offene Regale. Stimmt. Das ist alles gestiefgekühlt hier, was hier alles steht. Tiefgekühlt. Tiefgekost. Mach die Tür noch falsch rum rein. Ganz toll gemacht, Thorsten. Nochmal. So, und da kommen auch Türgriffe drauf. Ja. Und da kommt so eine Fußseite. Geil, das kriegt eine richtig geile Optik jetzt dadurch. Bei mir kommen ja noch. Ne, die habe ich schon. Die dritte? Also die hier. Das ist die vierte. Ne, ich bin. Achso. Es gibt insgesamt 4 Türen. Und die. Du machst die, wo der Freeze drin ist. Wobei ich auch seinen Namen gerade nicht im Kopf habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, das stimmt. Er geht immer nur durch als der alte Mann. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Name von dem überhaupt gesagt wird. Jeder Charakter hat einen Namen. Ja, aber ob er gesagt wird, das ist es. Irgendwann ne? Bestimmt. Wohnt er nicht auch mit Abe im Seniorenzentrum? Ja, genau, richtig. Ist er dann öfter mit ihm unterwegs? Weiß nicht, rumdrehen und die Optik ist richtig klasse. Auch durch dieses blaue, kühle. Oh, jetzt wird's spaßig. Jetzt wird der. Fußboden irgendwie. Ne, die Ladentheke, ne? So. Ah, das kann sein. Kann ich mir so vorstellen. Das kann sein, dass das die Ladentheke wird. 3 und dann. So. Dann hast du dann 4er. Dann 4er. Passt das? Ja, da geht einen drüber. Okay. Ne, falsche Farbe. Die grünen hast du schon? Ja. Da ist schon fast aus wie falsche Farbe. Nichts mehr. Okay. Was immer das jetzt wird, wir bauen das. Ja, schauen wir mal. Sieht aus wie. Ja, mal gucken. Hatten wir eigentlich schon über Lego Dimensions gesprochen? Dimensions? Mhm. Nee, das ist jetzt Clou, nicht. Wo du Figürchen hast, die du in das Lego Videospiel. Ähnlich wie Skylanders ist das gemacht. Achso, wo du so eine Plattform hast. Ja,
Was ich eigentlich ziemlich beschissen finde, weil du dann wieder die Figuren kaufen musst, um das Spiel komplett spielen zu können. Ja, wie das so ist. Ne? Das ist auch ein Marketing. Ne? Da hast du Batman und solche Sachen, solche Figuren. Habe ich jetzt richtig gemacht? Doch, sieht gut aus. Ne? Da kommen noch mal welche drauf. Aber sowas ist leider jetzt up to date, ne? Dass du immer diese Zukäufe machen musst. Ja, vor allem, ich bin mir fast sicher, dass du irgendwie immer Charaktere brauchst, um was ich hier muss ich höher springen können, das kann ja, aber genau. Nur der und der. Ja, genau. Und das war bei Skylanders ja auch so, ne? Ich finde das auch nicht schön. Ah, das wird das Regal für die Zeitschriften. Ja, richtig. Fertig, das Bild ist jetzt schon dran. Ja, einfach nur draufsetzen. Ja, auch diese In-App-Käufe mittlerweile ist das echt. Das mag ich auch nicht, ne. Gerade wenn man so Tablet-Besitzer ist oder so. Nein, jetzt soll ich nie ja doch. Nein, was denn? Was passt dir denn nicht? Ja, das liegt genau auf dem Boden. Ach, das liegt davor. Genau. Dann sag das doch. Und der kommt. Doch, der kommt hier drauf. Der ja, kommt ach, das wird umrandet. Ah, alles klar. Der Groschen ist gefallen. So, dann kommt der hier drauf. Und ein Zweier noch passt. Genau. Hat da. Immer. Ja, ist schon eine doofe Entwicklung, dass es sowas immer mehr gibt. Ich bin gespannt, was Nintendo daraus macht, wenn die jetzt ihre Apps für iPhone und Android entwickeln. Sind sie ja dabei. Wahrscheinlich musst du dann das Schwert von Link kaufen oder so. Oh, ich will das Master-Schwert. 5,50 €. Alles klar. Nee, dann lieber nicht. Dann gebe ich lieber 60 € für ein Spiel aus. Was ja, dann aber auch, ich auch meins ist. Nicht geliehen oder sonst was, sondern, oh, da ist sogar ein Würstchen. Da ist ein Würstchen auf dem Boden. Ist das eine Anspielung auf das Würstchen, von dem ich gerade gesprochen habe? Bestimmt. Hammer. Das ist ja mal geil. Und das war so, wow, das springt mir mal entgegen. Ein lebendes Würstchen. Das hätte Hummer gefallen. Vor allem, wir haben beim Simpsons Haus ja auch diese Würstchen, die sehen genauso aus. Und so wahrscheinlich auch dieselben. So, hast du das komplett schon? Nee, ne? Du hast nur diesen einen Stein da jetzt, ne? Zum Kleben, ja. Alles klar. Dann würde ich mal den Rest besorgen hier. Aber nicht so. Doch so. Keine Schecks, keine. Ja, nur Credit Card, Foodstamps. Achso, das ist ja. Foodstamps, ja. Die quasi nicht anschreiben, ist das, glaube ich, ne? Sowas. Ja, oder so Wertmarken, ne? Ich hätte gerne noch einen flachen, da ist er flacher. Aber da hast du recht, also ich gebe auch lieber mehr Geld für ein Spiel aus und dann ist ja komplett, als immer zukaufen. Ich glaube, da geht es bald allen so. Wäre zu wünschen, dann wird es dieses nicht mehr geben. Solange es Leute gibt, die das unterstützen. Wo wir dann wieder bei den DVDs werden. Genau. Ja, ist ja so. Angebot, Nachfrage, ne? Vor allem, wenn ich mir manchmal angucke, dass es manchmal teurer ist, einen Film zu leihen, als ihn zu kaufen. Ist krass, ja. Dann denke ich mir doch, Leute, ihr seid doch verrückt. Also das fing mit Steam und so, fing das ja an irgendwie, glaube ich, für den PC. Dann fingen sie alle an, da ihre Videospiele runterzuladen für den PC. Aha. Naja, das war mal ganz groß, ist es wahrscheinlich auch immer noch. Hieß immer, ja, war bei Steam im Angebot. Als Download. Ich meine, mittlerweile komme ich ja auch nicht mehr drum rum. Viele Apps auf meinem Computer sind ja auch nur noch runtergeladen, weil es die einfach anders nicht mehr gibt. Hast du? Ja. Ich wollte es nur noch mal anders. Ja, genau. Sehr schön. Sieht das geil aus. Da hast du. Was hast du denn gemacht überhaupt? Ich habe hier die Platten drauf. Ah ja, alles klar. Okay. Die Theke weitergebaut. Hier, oh, die Kasse darf ich kleben. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel? Ach ja, da ist ja noch was. 39. Jackpot.
kann dann. Doch, das ist Lotto. Ach so. Mhm. Ich dachte, wäre falsch. Falsch, Jackpot. Nee, das sind ja diese Lose, von denen ich vorhin sprach, nicht? Also sieht aus wie eine Kasse. Obwohl, das ist so ein Bankautomaten. Hier, das ist so ein Bankautomat, guck mal. Jo. Ist der fertig hier, dieser? Ja. Jo, der ist schon beklebt. Der da ist eine richtige Kasse. Das ist die Kasse, ja. Ja. Auch komisch, das bekleben sie und dann nicht. Ja, das wollten sie mir ersparen. Ja, wahrscheinlich. Ne, den kriegt er nicht. Da machen die beiden bestimmt wieder ein Video draus. Das machen wir nicht. Die kennen uns schon so gut, das ist das Problem. Aber das Kleben macht Spaß. So. Ja, wenn ihr dieses Video seht, hatten wir auch schon unser Einjähriges. Stimmt, stimmt. Ja. Wo wir uns dann noch was Tolles überlegt haben werden. Mal aufpassen, was wir hier sagen. In Zukunftsform, ja. Richtig. Wobei, was Richtiges ist mir da noch nicht eingefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah, das kriegen wir hin. Dass wir null zwischen den Shows, das habe ich richtig gesehen, ne? Hast du schon das? Nee. Wo ist das? Was denn? Da bin ich gerade bei. Das ist Ach einmal so. Dieser hier. Und dann kommt da noch irgendeiner drunter. Der irgendwie ist der. Ach, da kommt ein flacher hier, sowas ist das. Ja, aber in lila. In lilö. Und da ist nur grau und blau. Lilö, lilö, lilö. Lilö, lilö, lilö. Hm. Also meine Augen checken. Nee, das ist dasselbe Blau. Das ist dasselbe Blau. Ach so. Ja. Für mich sieht das wie lila. Entschuldigung. Nee, ja, von der Seite her, aber wenn du von oben drauf guckst, dann ist es das selbe. Okay, Entschuldigung. Mann, ey. Genau wie mit dem Grün, da hast du es ja auch. Hast du den Grün schon? Nein, hatte nicht. Doch, hast du. Das ist der Grüne, ne? Ja, der davor ist. Na gut, da kommen auch die Squeegees hin. Ja, die Squeegees kommen da hin, ja. Wobei kein Squeegee-Automat da ist. Das kann man. Wer kommt der denn noch? Die Maschine ist ja ziemlich groß. Die Maschine ist riesig. Haben wir alles? Also, so wie es aussieht. Denkt das schon, ist ne? Gelber, ja. Sieht voll aus. Das sieht gut aus. Da ist auch hier Ketchup und. Ja, für die Würstchen. Senf. Für das Würstchen. Für das Würstchen, genau. Oh, jetzt kommen die Zeitschriften da rein. Ja, sogar die Anzahl, wie oft die da drin sind. Dreimal. Irgendwas. Angry Dad. Ja, Angry Dad. Wer kennt Angry Dad nicht? Das Spiel. Ja, das war sogar eine Comic-Serie. Ja, diese Serie, ja schon. Dann haben wir Mom Monthly. Das ist ja was für March. Ja, stimmt. Angry Dad haben wir nochmal. Ja, dreimal. Ja. Rein. Dann haben wir hier Springfield Chopper. 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 Eine Zeitung. Coole Sache. Und wir haben noch You're Appealing. Was heißt Peeling? Heißt das nicht Schälen? Peeling, ja. Du bist ein Schäler, weißt du? Genau, du bist ein böse, böse. Sollten Schulkinder zugucken? Nein, das heißt es nicht. Appealing. Ach nee, die kommen. Ja doch. Die Zeitung kommt vorne hin. Passt so gerade so nebenbei. Nee, die kommen da hin. Ah ja, hast recht. Ja, man soll es verteilen. Ja, man soll es verteilen. Also, könnt ihr reinlaufen. Wenn du heute Abend weg bist, mach ich es eh wieder an. Hoppala, jetzt fällt mir schon vor Schreck die Nachrichten aus der Hand. Bumblebee Man Caught on a String, ja. Der Bienenmann hat sich mal wieder seine Unterhose aufgehangen. Aber wenn die hintereinander liegen, kriegen die erst ein bisschen Stabilität auch, ne? Das stimmt. Ja, das war Tüte 2, man soll es nicht glauben. Stimmt, das war Tüte 2. Gerade so im Fluss drin. Ja. Aber es sieht schon jetzt richtig gut aus. Du hast die Seite noch nicht gesehen, ne? Das sieht richtig stark aus. Wow. Hammer, ja. Ne? Hammer. Macht einen richtig kalten Eindruck. Das stimmt, wenn man so guckt, ja. Ja, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, Tütchen 3
ab nächste Woche. Bis dahin, wir sind raus. Ciao. Tschö.